Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video dreht sich alles darum, wie wir so eine verschmutzte Kaminofenscheibe mit einem ganz einfachen Trick und Mittel super schnell reinigen. Und wie das geht, seht ihr in einer neuen Folge von Jörg erklärt. Ja, bei mir ist heute mal wieder Kaminofenscheibe reinigen angesagt und für viele stellt das immer so eine Arbeit dar wie schon wieder dreckig, schmutzig und so weiter. Und da sich da eines einfachen Hilfsmittels bedienen kann, wie ich das jetzt gleich vorstelle, ist da auf der schnellen und sicheren Seite. Es gibt ja da viele Mittelchen, wie man so eine Scheibe reinigen kann. Ich mache die jetzt mal auf und ihr seht selber, wie verschmutzt die jetzt ist. Und von daher versuchen dann auch viele mit Wischen weg und mit normaler Asche dann die Scheibe zu reinigen. Und ich möchte euch heute mal eine ganz andere Sache vorstellen. Und zwar eine schöne, einfache Sache, wie man diese ganze Geschichte hier wunderbar blitzsauber bekommt. Ja, und welche Mittel werden dazu benötigt? Wie immer, ein bisschen weg, hat bestimmt jeder mal im Haus. Dann noch einen ganz normalen Fensterreiniger, um unser Hochglanzfinish hier hinzubekommen. Und das Wichtigste, und das beste Mittel dafür ist ein Universal-Putzstein. Universal-Putzstein kann man im ganzen Haus verwenden, ist ein absolutes Top-Produkt, finde ich. Wir setzen es quasi überall ein und von daher kann ich jedem nur empfehlen, sich so einen Putzstein mal zuzulegen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, habe ich das gute Teil mal verlinkt, könnt ihr mal hereinschauen. Ja, und dieser Putzstein ist so aufgebaut, wenn man den öffnet, dass er hier so einen Universal-Schwamm hat, also etwas härteren Schwamm. Ähnelt so ein bisschen an den Insektenschwamm, also quasi an der Tankstelle, also etwas weicher zwar. Und dann haben wir hier so eine Paste, eine ziemlich harte Paste. Und die gilt es jetzt hier mit etwas Feuchtigkeit, den wir an den Schwamm tun, einfach hier etwas anzulösen. So, ich tue jetzt meinen Schwamm etwas in Wasser befeuchten. Ich habe extra mal Wasser hergeholt. Langt eigentlich zu, wenn er zum Wasserhahn geht und den einfach etwas befeuchtet. Und dementsprechend kann ich jetzt hier mit dem Schwamm diese Paste etwas lösen. So. Seht ihr, es schäumt dann auch auf. Ja, zack, ups, etwas daneben gegangen. Und diesen Schaum, so wie wir den haben, so wollen wir den haben. Und jetzt können wir diesen auf unsere Scheibe aufbringen. Und jetzt bringe ich den hier ganz einfach auf, reibe ihn auf. So. Seht ihr, wie der Schmutz schon angelöst wird? So, seht ihr auch schon, wie schmutzig dann mein Schwamm wird? So, einmal frei. Und hier wird der Schmutz schon schön angelöst. Und oftmals hat man an Kaminscheiben ja Stellen, die sich etwas fester einbrennen und Stellen, die sich nicht so fest einbrennen. Und von daher lasse ich an den Stellen, wie zum Beispiel hier, wo es etwas fester eingebrannt ist, diese Stellen einfach mal 2 Minuten einwirken. Also einfach mal diesen quasi Schaum, den wir jetzt hier aufgebracht haben, einfach mal einwirken. 1 Minute langt da eigentlich auch schon fast zu. Und von daher lassen wir das jetzt mal hier 1 Minute sacken. So, jetzt 1-2 Minuten später können wir jetzt unseren Schwamm nehmen und können ihn jetzt hier aufreißen. Ihr seht, wie einfach der Schmutz sich hier gelöst hat. Wunderbar. Und dementsprechend kann ich jetzt hier den übergebliebenen Schaum quasi. Hier seht ihr den ganzen Schmutz, der sich hier gelöst hat. Und kann jetzt mit einem Wischen weg aufnehmen. So. Und oh, Scheibe wird sauber. Ihr seht selber, wie der Schmutz hier das Weite gesucht hat. So kann man das schon fast so lassen, aber ich möchte noch etwas Hochglanz haben auf meiner Scheibe und nehme da nochmal einen kleinen Schwupp Wischen weg drüber. Und kann jetzt meine Kaminofenscheibe hier reinigen.
gesagt, nehme die restlichen Partikel, also von meinem Putzstein hier herunter, und somit habe ich eine perfekte Kaminofenscheibe. Also ihr seht jetzt selber, wie es ausschauen kann. Ich nehme euch mal mit heran und da könnt ihr mal selber schauen, wie das so ausschauen kann. Also ihr seht jetzt selber, schön blitzeblank. Man sieht mein Holz wieder auf der anderen Seite durchschauen und ich denke mal, diese Kaminofenscheibe kann sich sehen lassen. Und was das Gute daran noch ist, durch diesen Putzstein wird eine Oberfläche erzeugt, die noch dementsprechend schmutzabweisend ist. So, als nächstes kann ich jetzt meinen Putzstein unter fließendem warmem Wasser wieder auswaschen, oder also meinen Schwamm auswaschen. Ihr seht selber, kommt eine ganze Menge Schmutz noch raus. Und was das Gute ist, der Schmutz bleibt hier im Schwamm nicht haften. Also das ist immer das Schöne daran. So, rein. So, nachdem ich meinen Putzschwamm wieder gereinigt habe, kommt er wieder in den Behälter herein, so feucht wie er ist. Das ist gut so. Hier kann ruhig eine Luftfeuchtigkeit ein bisschen vorherrschen. Wir verschrauben die ganze Büchse und ist wieder super einsetzbar für unser nächstes Projekt. Also wie schon gesagt, Link zum Putzstein natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, und wir sehen, meine Kaminofenscheibe ist sehr schön sauber geworden. Das ist nur ein Fussel hier. Also ich denke mal, kann sich sehen lassen, die ganze Geschichte hier, wie das ausschaut. Und von daher denke ich mal, dass mir diese ganze Geschichte hier ganz gut gelungen ist. Ich setze diesen Putzstein immer ein bei meiner Kaminofenscheibe und von daher fahre ich damit immer sehr gut und man hat wenig Materialverbrauch und vor allem es geht rucki zucki. Ja, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Wenn das Video euch gefallen hat, wie immer, Like nach oben, und wer immer noch kein Abonnent meines Kanals ist, kann es jetzt rechts unten gerne nachholen. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder, wenn es wieder heißt Jörg erklärt's.